Hallo Team Factory, herzlich willkommen zu unserem 82. Team Factory Home Workout und zu unserem zweiten Outdoor Workout. Ja, gestern am Montag war der erste Tag, an dem wir draußen trainiert haben und ja, es waren ein paar da. Becky hat auch draußen angetestet. War gut. Müsst euch warm anziehen, aber macht Spaß. Ich habe mich ausgezogen. Könnt euch auf schneller bewegen und ausziehen, ist auch eine Alternative. Ja. You hang on by my shoulder when I read my mail. I don't appreciate it. Mit dem Homeworkout. Wir haben als kleines Warm-up oder als kleinen Kraftteil, wie man sehen will, vier Sellies. Heißt, ihr braucht Spotify, sucht das Lied Moby, also von Moby, das Lied heißt Sally. Und Air Squats, das ist das erste, stellt euch hüftbreit hin, geht mit dem Hintern tief, wenn er sagt Down, haltet, bis er wieder absagt. Genau. Ich sing mal runter. Kurz vor, bring Sally up, bring okay. Sally down, na 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 na. Und so weiter und so fort. Und setzt euch nicht so tief rein, sodass es bequem ist, sondern schön auf Spannung halten. Genau, und schön aufrecht bleiben. Zweite, Push-Ups. Könnt ihr entweder hinten auf den Zehen machen oder auf den Knien, je nachdem, wie gut ihr da seid. Fangt an, ab bis oben und down. Geht ihr runter, Ellenbogen sind eng am Körper, Brust ist kurz über dem Boden und bei ab geht es wieder hoch. Genau. Oder halt auf den Knien. Brust ist immer so ein Zentimeter ungefähr. Wenn er bei den Push-Ups vielleicht nicht mehr durchhaltet, dann macht kurz Pause, schüttelt die Arme aus und steigt dann einfach wieder ein. Dann haben wir Hollow als dritte Sally. Bei Holly und Hollow ist es aber genau umgedreht. Heißt, wenn er sagt Down, geht ihr hoch. Genau, wichtig, euer unterer Rücken ist immer am Boden, Bauch ist fest, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Füße zusammen und strecken, ja, Schultern sind vom Boden abhoben und ablegen. Und dann nochmal Arch. Wenn er singt Down, geht ihr nach oben. Spannt eure komplette Rückseite an, Po ist fest, hier Beinbeuger sind fest, Brust verlässt den Boden und euer Klick ist immer Richtung Boden, also die Nasenspitze zeigt immer zum Boden. Genau. Danach seid ihr warm für unser Workout. Es sind heute 10 Runden, also wird ein paar Minütchen dauern. Erste Übung 10 Cossack-Squats. Dafür braucht ihr eure Dumbbell oder eure Kettlebell. Haltet so schön komplett hoch vor der Brust, stellt euch relativ breit hin, Meter breit. Und schiebt euch dann erst nach rechts und dann nach links. Wichtig dabei, versucht auf dem ganzen Fuß zu bleiben. Euer Gewicht ist auf der Ferse, euer Oberkörper ist relativ aufrecht. Genau. Und wenn ihr nicht so weit runterkommt, geht nur so, dass ihr halbwegs gerade nach unten kommt, dass euer Gewicht auf der ganzen Ferse bleibt. Macht's mal unschön. Ja, wir wollen nicht so da hängen, also versucht wirklich schön gerade nach unten zu kommen. Okay, 10 Stück, also 5 mal nach rechts, 5 mal nach links. 1 Minute Wall-Sit. Das heißt, in Summe 10 Minuten Wall-Sit, da werden eure Beine ganz schön brennen. Wichtig ist, wir haben hier einen rechten Winkel, hier einen rechten Winkel. Schultern sind an der Wand, Bauch ist fest. Knie zeigen leicht nach außen. Ja, 1 Minute. 5 Inch-Würmer. Ja, lauft schön weit nach vorne, so weit wie es geht. Euer Bauch ist kurz, volle Position. Ja, so weit nach vorne, kurz halten und dann lauft ihr wieder zurück. Ja, einmal aufrichten und dann der nächste 5 Stück. Und 10 Burpees. Genau. Burpees, glaube ich, könnt ihr alle mittlerweile in- und auswendig. Bin ich auch. So, für diejenigen, die heute nach zu unserem Auto kommen. So wir haben einen kleinen Kraftteil, dafür habt ihr eine Langhand draußen und ein paar Plates. Wir machen 8 Runden, 5 Wiederholungen Strict Press. Heißt, ihr habt eure Langhantel, fangt erstmal leicht an, macht euch ein bisschen warm und guckt, dass ihr ungefähr 15 Minuten Zeit für den Kraftteil habt. Also wir machen jetzt kein E-Mam oder so, sondern ihr habt einfach 15 Minuten Zeit für 8x5 Wiederholungen. Also 8 Runden, 5 Wiederholungen. Wichtig beim Strict Press, ihr steht schön gerade, Bauch ist fest, stellt euch ungefähr hüftbreit hin, eure Ellenbogen sind leicht vor der Stange und dann drückt ihr strict nach oben. Und achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie ins Rundkreuz geht, nur so und schön nach hinten, genau, wir bleiben gerade stehen, die Stange geht auf gerade Wege nach oben, euer Kopf muss kurz aus dem Weg, genau, und dann die Stange auf gerade Wege wieder nach oben. Eure Ellenbogen sind immer schön vor der Stange, sodass die Stange hier auf dem Schultermuskel aufliegt. Okay, ihr versucht natürlich ein bisschen Gewicht zu steigern, also macht ein paar Sätze mit leerer Stange und dann baut ihr ein bisschen auf. 8 Runden, Nummer 5 Wiederholung. Danach haben wir noch ein kurzes Workout, 12 Minuten M-Rap. Ihr habt ein Rudergerät draußen stehen. Rudern ist genau, Rudern, könnt ihr euch noch dran erinnern, glaube ich. und also 15 und 12 Kalorien Rudern, die Mädels rudern 12, die Jungs rudern 15 Kalorien.
und machen 5 Hang Squat Clean and Shoulder to Overhead. Wie ein Dirk oder Clean and Shoulder to Overhead heißt, ihr nehmt die Stange erstmal am Deadlift auf, steht wieder hüftbreit, geht dann in den Hang, das heißt, eure Stange ist leicht über den Knien, euer Hintern schiebt nach hinten, immer unschön in den Hang. Ja, das wäre unschön. Oder wenn ihr zu aufrecht seid, wäre es auch unschön. Achtet darauf, dass eure Schultern immer leicht vor der Stange sind, euer Rücken ist gerade, Bauch ist fest. Dann streckt ihr euch, macht einen Pull und lasst die Stange auf euren Schultern landen. Und Hang Squat, das war ein Power, oder? Hang Squat heißt, wir fangen im Squat, genau. Dann richten wir uns auf. Shoulder to Overhead heißt, ihr könnt wieder strikt nach oben drücken. Ihr könnt einen Push Press machen, heißt, ihr geht leicht in die Knie und schiebt die Stange an. Oder ihr macht einen Jerk, schiebt die Stange an, fallt unter die Stange und richtet euch dann komplett auf. Genau, 5 Stück. Ihr könnt das, oder ihr könnt das Split-Jerk machen, ja, jetzt war alles. 5 Wiederholungen. Wählt das Gewicht so, also wir geben kein Gewicht an, wählt das Gewicht so, dass ihr am Anfang alle 5 Unbroken machen könnt. Die sollen schon schwer werden hinten raus, aber ihr sollt jetzt nicht schwere Finger zu machen. Also wählt das ihr kriegt. Wenn wir sind auch in der Nähe, Chris, Tobi oder ich, können wir euch auch kurz helfen. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Homeboard, beim Zoom oder kommt vorbei und nutzt den Außenbereich. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, ihr kleinen Donner.